In Salzburg sind nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 5000 Menschen spielsüchtig. Diese Menschen verspielen nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern meist auch die ihrer Familien und Kinder. Die Glücksspielautomaten sind der schnellste Weg in die Sucht. In Salzburg sind Tausende dieser illegalen Spielautomaten aufgestellt, viele davon in Wettcafés. Mit dem neuen Gesetz wollen wir diese Automaten aus den Wettcafés hinaus haben. Das neue Salzburger Wettgesetz bringt einen besseren Jugend- und Spielerschutz in Wettcafés. In Zukunft wird die Wettbranche streng reguliert und es wird gezielt gegen illegales Glücksspiel vorgegangen. Es wird so sein, dass Behörden nicht mehr vor verschlossenen Türen stehen. Bei einem solchen Vorfall können Wettlokale auch mit Zwang geöffnet werden. Alle Wetten können nur mehr mit einer personalisierten Wettkarte abgeschlossen werden. Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Zutritt zu Wettbüros verboten. Bei einem zweimaligen Verstoß gegen das Gesetz kann die Lizenz entzogen werden. Wir sagen Game Over zum illegalen Glücksspiel.